Danke für die Einladung. Die Werderstube ist heute zu Besuch in Büren. Wer nicht genau weiß, wo das ist, ist beim Emsteck bei Emsteck. Emsteck ist schon wieder falsch ausgesprochen, bei Kloppenburg. Richtig. Richtig erklärt. Richtig. Hier ist dein Elternhaus, hier fühlst du dich wohl? Ja, hier ist absoluter Wohlfühlort hier. Immer schön hier hierher zu kommen und mehr Urlaub geht für mich nicht als hier. Aber es ist nicht nur Urlaub, hast du uns vorhin schon verraten. Was musst du hier machen? Das weiß ich gerade noch nicht, aber ich weiß, dass mein Vater immer wieder mit ein paar Aufgaben um die Ecke kommt. Aber die mache ich dann auch tatsächlich gerne. Also gerade wenn man so lange weg war, dann macht auch die Arbeit hier umso mehr Spaß. Lieblingsaufgabe? Lieblingsaufgabe ist das Grubbern, würde ich sagen. Wirklich mal auf dem Feld mit einem Trecker ein paar Stunden abzuschalten, in der Natur zu sein, das ist cool, ja. Das macht Spaß. Wer nicht weiß, was Grubbern ist, empfehle ich es zu googeln oder die Werderstube zu lesen. Da klären wir das nämlich auf im Print-Interview, würde ich sagen, also im geschriebenen Interview. Hier machen wir weiter. Du hast ewig Zeit, dein halbes Leben in Bremen gespielt, bei Werder gespielt und bist im Sommer dann nach Budapest gegangen, in ein fremdes Land. War es das Abenteuer, was du gedacht hast, dass es wird? Ja, bisher auf jeden Fall. Neue Kultur kennengelernt, neue Mentalität, viele neue Leute, einen neuen Verein. Es war eigentlich war alles neu. Und es ist einfach interessant für einen selber, nicht nur sportlich. Sportlich hat es mich auch sehr weitergebracht, würde ich sagen. Aber auch einfach als Persönlichkeit habe ich mich, denke ich, in dem Jahr enorm entwickelt. Und auch darum geht es mir. Und deshalb hat sich das Jahr auf jeden Fall gelohnt. Und dann kommst du im Sommer zurück zu Werder? Nein, Spaß. Wie geht's weiter bei dir? In 10 Tagen geht schon die neue Saison für uns los. Wir haben wirklich einen kurzen Urlaub, weil die Euroleague-Quali schon Ende Juni ist. Also kurzer Urlaub und dann geht es direkt mit dem Training weiter. Wie intensiv verfolgst du noch Werder? Ich habe auf allen Ebenen bei Werder, Jugend, Physios, Mitarbeiter, Spieler, Trainer, wirklich auf allen Ebenen noch Kontakt. Guck mir natürlich die Spiele an, lies vieles, wirklich. Ganz, ganz viel Kontakt. Werder hat auf einmal noch den Aufschwung genommen. Bist du überrascht, wie hoch das auf einmal noch gegangen ist? Ja, schon. Also ich habe damit gerechnet, dass es wieder aufwärts geht und dass die Mannschaft sich auch vorzeitig retten wird, aber dass sie nochmal in Europa klopfen, damit hätte ich nicht gerechnet. Du hast in Budapest gespielt. Womit ist das vergleichbar von der Qualität der Liga her, also die ungarische Liga? Wo würdest du die einsortieren? Ich würde sie mit der zweiten Liga in Deutschland einordnen, wenngleich auch Quervergleiche echt schwer sind, glaube ich. Aber die Top-Mannschaften da bei uns spielen schon einen guten Ball. Verteidigen können alle Mannschaften und ich denke, die zweite Liga passt ganz gut. Ihr wart ja auch eine Bremer Fraktion dann, ne? Yannick Sternberg, Laszlo Kleinheischler, Florian Trinks. Wart ihr immer zusammen unterwegs oder wie ist das abgelaufen? Nicht immer, aber natürlich haben wir schon sehr, sehr, sehr viel zusammen gemacht und es hilft natürlich auch ein Stück weit, wenn du im Ausland so ein paar bekannte Gesichter hast und wir verstehen uns natürlich gut und haben die Stadt ein bisschen zusammen erkundet, genau. Ist es das Ziel, irgendwann wieder zurückzukommen nach Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, im Fußball sollte man nie so weit im Voraus planen. Ich möchte einfach immer hier und jetzt Gas geben und mich auf das konzentrieren, was jetzt gerade ist. Aber auf Dauer möchte ich natürlich schon, habe ich noch meine Ziele und Träume. Muss es wieder eine Stadt sein, die mit B anfängt? Weil das scheint sich ja zu verfolgen, oder? Ja, bisher tatsächlich schon, aber vielleicht würde ich auch mal was anderes ausprobieren. Welches ist immer noch die schönste Stadt? Du hast uns vorhin vorgeschwärmt von Budapest. Was würdest du sagen? Budapest ist wirklich sehr, sehr schön, aber an erster Stelle ist immer Büren, dann kommt Bremen und dann Budapest. Das ist so die aktuelle Reihenfolge. Dann wollen wir es bei der belassen. Danke für die Einladung hier auf dem wunderschönen Hof und in Büren und sagen auf Wiedersehen.